Hey Leute, was geht? Willkommen zur 8. Folge League of Legends Rank. Ich zocke eine kurze Runde Zarya. Können wir heute endlich wieder gewinnen? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge League of Legends Ranked. Ich spiele heute mal wieder Zarya. Und wir haben echt ein toughes Gegnerteam vor uns. So, da sind wir auch schon. Wir gehen hier wieder ganz entspannt rein. Gehen dann in Krakenbezwinger. Und in die Flimmerklinge der Navery. Ich habe einen Brand als Support. Das ist eine Sache, die weiß ich jetzt nicht so wirklich. Brand Support weiß ich jetzt nicht, ne? Kann geil sein, kann aber auch echt scheiße sein, wenn er nichts trifft. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass der Junge richtig am Start ist und ein asozialer Brand ist. Aber warum sollte er ein asozialer Brand sein, wenn er ein Eisen hängt? Aber wer weiß, vielleicht hat er auch gerade erst angefangen. Das war ein bisschen obvious, dass er das davor hat. Okay, nicer Flash an der Stelle. Boah. Bisschen unnötig, dass ich da gehittet wurde. Bisschen schwierig. Nocturne ist da. Bisschen spät. Versuchen wir einen Na, kann ich leider nichts machen von dem Winkel. Leider geghostet, aggressiv geghostet, aber ich meine, man kann ja auch mal ein paar andere Sachen probieren. Ich bin sonst immer defensiv mit meinen Utils. Vielleicht wäre das mal ein guter Taktikwechsel gewesen, aber ist leider auch nicht ganz so geil jetzt. Okay, der Nasus hat oben leider einmal aufs Maul bekommen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir ausgeglichen hätten. Ah, hätte er, glaube ich, einfach weggehen sollen. Lol. Der Yi gönnt sich ein bisschen. Okay, unser Jungler secured dafür ein bisschen Top-Lane was. Ah, das ist eine schwierige Lane. Ich würde mal so sagen, solange ich nicht sterbe, ist es auch einigermaßen noch okay. Wir haben auch schon sehr krankes Damage Potential. Aber mein Brandy kann hier leider halt nicht so viel machen. Ich meine, er trifft seine W halt echt gut. Muss man ihm ja auch lassen. Ah, jetzt. Oh Mann, block mich doch nicht so. Ach, Digga. Ah, da hat er sich ein bisschen dumm positioned. Ja, was soll ich machen, Bro? Was soll ich da machen? Kann ich leider nicht so viel machen. Aber ich wollte jetzt auch nicht sterben. Die Ulti war wahrscheinlich ein bisschen dämlich. Hätte ich einfach nach hinten machen sollen. Na gut, die Ahri beide da wieder. Ach man, hätte ich mir den Flash auch sparen können. Aber natürlich wirst du wieder gegankt. Der mit seinen Fähigkeiten jetzt beim Farmen ist aber auch nicht mehr witzig. Ich glaube, jetzt ist er getiltet. Ja, die flasht natürlich. Ja, weiß ich nicht, Mann. Bisschen schade, dass der Brand alles in die Creeps gehauen hat. Ich hatte halt keine Ulti, da hätte ich jetzt nicht viel mehr machen können. Wieder meine Util gewastet. Ich würde jetzt aber auch nicht mal sagen, dass Support Diff ist. Ich würde einfach sagen, dass die Lane unglaublich schwierig war. Okay, immerhin die Ashe mitgenommen. Hat mich zwar gefühlt alles gekostet. Der Flash. Digga, Brand, Mann. Och, Diggi. Ey, unser Yasuo gibt alles im Feeden. Ja, wobei, ist nur zweimal gewesen. Aber er wird auch kontinuierlich vom Yi gefickt, Alter, der Arme. Ist das das sogenannte Jungle Diff? Ja, wobei, unser Jungle macht eigentlich auch nichts falsch. Ja, okay, ich brauch das Item schon. Als wir jetzt nochmal fighten, wäre es halt echt schlecht. Ich habe eh keine Ulti gerade.
Das ist halt eine doofe Situation. Auch gut, dass der Brand gerade jetzt engaged. Finde ich toll. Okay, ich habe Ulti, ich habe Flash und ich habe Ghost. Theoretisch könnte man jetzt vielleicht sogar ganz gut was machen. Und ich habe das Item fertig, das hat die Ashe noch nicht fertig. Also gerade bin ich zumindest stärker als sie. Das war Flash auch wieder ready. Ein bisschen ekelhaft finde, aber... Okay. Ja, muss der Brand selber wissen, ehrlich gesagt. Muss der Brand selber wissen. Dass er da stirbt, ist klar, wenn er da so reinsprintet. So, Schuhe sind auch fertig. Gut, dann gehen wir mal auf das Navi-Scheißding. Oh, kann der Brand da was machen? Ah, unlucky. Okay, das ist ein bisschen frech. Hätten sie auf jeden Fall mehr machen können. Okay, aber wir haben den Dingens. Ich weiß nicht, warum kommt der denn nicht zu mir? Er hat mich doch gesehen. Bro, er bleibt da stehen. Er hätte auch einfach zu mir kommen können, ein Stück. Dann hätte ich ihm vielleicht noch helfen können und wir hätten beide wenigstens bekommen. Aber vielleicht... Ist doch dumme Scheiße, die ich laber. Vielleicht konnte er nicht. Okay, vor der Ashe ein bisschen wegzurennen. Auch nicht so machbar. Nochmal ehrlich. Dann warte ich halt einfach auf den Brand. Oh, Bro, chill doch. Hey, chill nicht. Alter, wie gut habe ich das da geplayt mit den Federn. Das hat mich gerade selbst ein bisschen gewundert. Ich habe richtig meinen Kopf ausgeschaltet. Ich habe einfach gemacht. Und es war gut. Scheiße. Ah, er hat sie noch gehabt. Okay, ja, dann ist doch easy. Nice. Das macht der Brand jetzt auf jeden Fall besser. 1800 Gold. Lecker Schmecker. Also das hat jetzt fett gegönnt. Oh, jetzt knallt's da oben. Sollte ich da jetzt hingehen? Da bin ich stark. Da sollte ich weiterfahren. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal weiterfahren. Letzte Runde habe ich auch Saya gespielt, bin ich auch zu früh raus. Da lief mein Game aber auch lange nicht so gut wie jetzt. Ich weiß schon wieder nicht, wo der Yi hängt. Vielleicht nicht bei mir. Ja, die ist so aggressiv, deswegen gehe ich davon aus, dass er hier irgendwo ist. Und hier die Morgana. Oh, naja, ich habe sie noch umgedonnert, ne? Hat mich zwar alles gekostet, was ich hatte. Aber die Morgana hat mich gekillt, das ist nicht so wichtig. Also es ist eigentlich ganz gut, die Ashe ist down. So, dann Lord Dominix und dann den Lifesteal und dann sind wir auf jeden Fall stark. Aber ich bin jetzt, glaube ich, schon ziemlich stark. Ja, der viel gefarmt. Also die Ashe ist auf jeden Fall nicht so stark. Könnte man jetzt auf jeden Fall ein bisschen was machen. Oh, hier nicht, wenn die da alles weghauen. Ärgerlich. Ach komm. Ja, das war bad. Aber warum der Yasu sich auch einfach hier hinstellt und nicht weiterrennt, ist auch wieder ein Abfuck, Mann. Du willst immer den Leuten helfen und du wirst dafür zu krank bestraft. Das ist nicht mehr normal. Ich hätte ihn einfach verrecken lassen sollen. Wer hat mich denn jetzt gekillt? Ash. Ah, super. Alter. Naja. Ja, so war der einfach farmt. Willst du mich verarschen? Da stehen drei Leute, er denkt sich, yo, ich mach da jetzt das Vieh weg oder was? Eieiei. Ja, jetzt wird halt die Ash schon ein bisschen dumm gefeedet, ne? Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Aua, macht das viel Schaden. Ach du Kacke.
Alter, was? Okay, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie gegen Zoe gespielt, aber das ist ja jenseits von Gut und Böse. Was denn da passiert? Stand ja nicht mal neben mir. Ja, ist jetzt auch schon nicht wieder das Smarteste, hier den Drake jetzt zu machen, wenn die alle halt da sind. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die blicken da irgendwie nicht so rein. Bin ich denn jetzt wieder eingeschlafen? Digga, die Zoe ist ja über-OP. Die Leader-Stunt. Schade. Auch den hier. Konnte ich jetzt in dem Fight leider nicht so viel machen. Naja. Aber solange es läuft, ist doch gut. Hat der Ash auch ganz gut Damage gemacht am Anfang. Ich dachte erst, der macht uns alle. Aber ging ja noch. Da kracht's. Komischer Engage gewesen. Schade, dass ich dann nichts davon bekommen habe, gefühlt. Die Hoffnung, dass ich ein bisschen Damage gemacht habe. Okay. Naja, ich meine, ich versuche ein bisschen smart runterzuspielen. Wieder so ein Game, wo ich nicht so viel Impact habe, außer im Early Game. Auf jeden Fall gut die Ash down gehalten. Ja, sieht doch machbar aus. Nice. Ja, komische, schnelle Runde, hat sich schnell gedreht. Habe ich jetzt leider dann am Ende nicht so viel Impact gehabt wie im Early Game. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt mir was in die Kommentare und ansonsten haut rein. Tschüss.